Und weiter geht's mit dem nächsten Level. Mit dem Level over 9000. Das ist jetzt schon ein bisschen schwieriger, das Level, weil, ja. Jetzt merkt man halt doch schon, dass es ein bisschen aufwendiger ist, nur weil jetzt halt. Wow, was ist denn jetzt hier? Bisschen verwinkelter ist. Vor allem, die schießen alle wie die Verrückten von überall, wie es hört. Die schießen, obwohl sie mich überhaupt nicht erreichen können. Ob das ein Feature ist oder ein Bug, ich weiß es nicht. Klingt eher wie ein Musikorchester. So, bisschen Munition einsammeln, kann nie schaden. Okay. Gott. Danke schön. Und dann geht weiter. Hier. Das klang gerade witzig, ein bisschen. Ein kleines bisschen. Und Minigun! Perfekt. Gut, damit haben wir das schon mal geschafft. Dann geht's jetzt ab in den roten Bereich. So, haben wir auch. Sieht schon nice aus. Oh, hier haben wir lieber wieder die hier. Dankeschön. Ganz schön dunkel hier. Flashlight.
Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Dankeschön. Oh, Kettensäger. Dankeschön. Bullshit. So. Haben wir auch. Die hat aber gesessen. So. Okay. Dankeschön. Fuck. Scheiße. Ja, Kunstbanausen. Auch übrigens ist diese Map auch sehr einsteigerfreundlich. Heißt also, wenn ihr in das Mod-Menü geht, dann könnt ihr Regeneration einstellen und Degeneration. Regeneration heißt also, ihr könnt einstellen, dass ihr immer wieder Leben bekommt, bis zu einem Maximalwert, den ihr auch einstellen könnt. Ihr könnt also diesen Wert zum Beispiel auf 200 stellen. Dann könnt ihr eure Rüstung immer wieder auffrischen lassen und ihr könnt sogar eure Munition immer wieder auffrischen lassen. Also, habe ich natürlich alles deaktiviert, ist standardmäßig auch alles deaktiviert, aber wer Gefallen dran hat und lieber spielen möchte, dass er immer wieder neue Sachen bekommt, also dass er nie leer läuft oder fast nie leer läuft, man kann natürlich trotzdem leer laufen, wenn man zu schnell Leben verliert, klar. Gut, man kann natürlich auch hoch einstellen, dass man pro Sekunde 100 Leben dazu bekommt, dann ist es sehr schwer zu sterben. Perfekt. So. Schaut ihr mir noch mein restliches Leben, Alter, ich glaub's ja. Gefällt, dass ich ihn befreit habe, ja? Arschloch. Mach ich nie wieder. Kacken. Danke. Okay, reicht. So, das haben wir. Bam. Wie gesagt, ich werde das gesamte Ultimate Doom werde ich mit der Mod zwar durchspielen, ja, aber wahrscheinlich erst viel später. Ich werde erstmal nur die allererste Episode machen, weil die Mod ist halt wirklich schon sehr heftig, sage ich jetzt mal. Und dementsprechend ist das erstmal nur so ein Anspiel. Wenn es gut ankommen sollte, werde ich jetzt weitermachen. Ich werde es aber ansonsten erstmal bei dem ersten belassen. Ja, wie gesagt. Das war Map 2. Man sieht's.